Ein herzliches Willkommen hier auf dem Natur- und Technikkanal Amazing Nature Alpha. Heute mit einem eher technischen Video hier bei Regen und Gewitter im Wald. Aber das Blätterdach schirmt momentan noch ganz gut ab. Es soll heute um die Sony RX100 Mark V und die Mark VI gehen. Und zwar möchte ich euch kurz mal erläutern und 5 Gründe nennen, warum ich mich persönlich nochmal für die Mark V entschieden habe und nicht für das neue Spitzenpremium-Modell der 6. Generation. Davor noch kurz am Rande, hier befindet sich der Fortschrittsbalken von meinem Namibia-Tierfilm, den ich momentan schneide und der in den Wintermonaten dann erscheinen wird, hier auf diesem Kanal. Und damit ihr immer auf den Laufenden seid, habe ich diesen Balken kreiert, damit ihr genau wisst, wann der Tierfilm kommt, für all diejenigen, die darauf warten. Aber es gibt natürlich auch viele, die sich einfach nur für Kameras und Fotografieren interessieren. Und deswegen schnipsen wir den mal kurz an den Rand. Ich greife mal kurz in meine Tasche und hole hier die RX100 Mark V raus. Warum habe ich mir diese Kamera nochmal gekauft? Dazu nochmal vorneweg, diese Kameras sind sehr, sehr teuer. Empfindliche Preise werden hier veranschlagt, ganz einfach deshalb, weil die bis Oberkante, Unterlippe, wie man so schön sagt, vollgestopft sind mit Features und deswegen haben sie natürlich einen sehr, sehr gehobenen Preis. Also derjenige, der nur eine Knipse braucht, um seine Familie zu fotografieren, der ist wahrscheinlich hier völlig überfordert mit den Anforderungen, die die Kamera bietet. Ich meine, natürlich hat sie auch einen Automatikmodus, aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass er mit einer HX60 oder wie die heißen von Sony, die mit dem extremen Zoom für 200 Euro wesentlich besser beraten ist. So, jetzt regnet es aber doch ganz schön, aber wir ziehen das jetzt durch. Ich habe mir die Mark V gut gebraucht gekauft, das würde ich jedem empfehlen, der es nicht unbedingt ganz neu haben muss. Einfach mal auf eBay schauen. Ich habe jetzt hier noch immer noch empfindliche 800 Euro ungefähr bezahlt. Allerdings ist die vom Januar und kaum verwendet worden. Deswegen habe ich hier nochmal zugeschlagen. Warum habe ich mir nicht die neueste Generation gekauft? Naja, der erste Grund ist schlichtweg einfach mal der Preis. Das neue Modell kostet 1250 Euro. Das hier habe ich für 800 bekommen. Und das wäre schon der erste ausschlaggebende Punkt, warum ich sage, nee, das muss einfach nicht sein. Erster Punkt, der Preis, 1250 Euro. Und nicht unbedingt schlagkräftige Verbesserungen sind nicht unbedingt für mich ausschlaggebend, das neueste Modell zu kaufen. Deswegen nochmal die Mark V. Der zweite Grund ist der fehlende ND-Filter. Ich finde es etwas schade. Durch das neue Objektiv bei der Mark VI ist natürlich der ND-Filter rausgefallen. Und das bedeutet, dass wir keine kleine schwarze Linse mehr haben, die wir vor den Sensor klappen können, wie bei den Generationen. Ich glaube, ab der 3., 4. und 5. war das dann drin. Ich bin mir nicht sicher. Nicht, dass ich jetzt gerügt werde von den Leuten, die die Mark II noch haben. Aber ich glaube, der ND-Filter ist erst später dazugekommen. Also, diese Kameras haben noch den eingebauten ND-Filter, den man davor klappen kann. Wenn sie aber auch nur den Dreifach-Zoom haben und nicht das Objektiv von 24 bis 200 am Kleinbild umgerechnet. Also zweiter Grund ist, der ND-Filter würde ganz einfach rausfallen und den möchte ich gerne haben. Deswegen die Mark V. Der dritte Punkt ist, die Apps fallen raus. Katastrophe. Ich bin froh um jede Kamera, die noch die Apps anbietet, denn sie sterben natürlich bei den A7 Kameras, die ich im Moment besitze, langsam aus. Diese Kamera hat die Apps noch und die möchte ich halten, denn die habe ich bezahlt. Ich habe die Timelapse-App und ich habe die ND-Filter-App. Und auch wenn ich sie nicht sehr oft einsetze, aber es ist doch irgendwie ein blödes Gefühl, die jetzt einfach mal so in den Wind zu schießen. Bloß weil Sony jetzt hier eine neue Software auf die Mark VI gebaut hat mit Touchscreen und 24.000 Bilder die Sekunde. Spaß beiseite, aber das neue System mit Mein Menü oder Touchscreen und die 24 Bilder die Sekunde in RAW, das die Mark VI jetzt kann, plus das den Objektiv weg. Der erfordert natürlich auch die neue Software jetzt von Sony, die jetzt auch auf die A7 III gekommen ist und auf die A7 R3 und so weiter und so fort. Und da musste ich auf die Apps verzichten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte mir nochmal eine Kamera anschaffen, dass ich zumindest weitere 2 Jahre, so lange werde ich die vielleicht haben, weil ich wechsle ja auch ständig, damit ihr mal wieder was Neues seht, dass ich einfach diese Apps noch eine Zeit lang nutzen kann. Fände ich sehr, sehr schade, wenn die rausfallen. Also es gibt ja StarTrail-App, brauche ich jetzt zwar nicht, aber die Timelapse-App ist ganz praktisch, wenn man mal schnell eine Timelapse laufen lassen möchte etc. Also das finde ich sehr, sehr schade, dass das mit der neuen Software rausfällt. Das ist mal wieder typisch Sony. Immer das Neueste wollen sie, aber die neuesten Innovationen, die sie gebracht haben, verwerfen sie nach einem Jahr schon wieder. Das ist ein bisschen schade. Der nächste Punkt, und da kommen wir schon zu Punkt 4, ist die Lichtstärke. Das dürft ihr nicht vergessen. Wenn ihr die 6. Generation kauft mit dem größeren Zoom, dann habt ihr etwas Lichtstärke eingebüßt.
Soweit ich weiß, hat das Objektiv bis zu den 200 mm Brennweite nur noch f2.8 im Weitwinkel und gezoomt f4.5. Das ist für 200 mm noch akzeptabel. Aber bedenkt das bitte, wenn ihr viel weitwinklig arbeitet, seid ihr natürlich mit einer Mark 5 oder Mark 4 oder Mark 3 wesentlich besser bedient, da die alle denselben Sensor haben und das Objektiv von Blende 1.8 im Weitwinkel bis 2.8 im Tele, also bei den 70 mm Zoom, ansetzen. Das heißt, wenn ihr die andere favorisiert, bedenkt bitte, die Blende beginnt erst ab f2.8. Ich könnte natürlich genauso gut ein Video machen mit 5 guten Gründen für die 6. Generation der RX100. Allerdings habe ich mir jetzt die 5. nochmal gekauft und deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach mal ein Video zu machen, um die Vorzüge der vorherigen Generation nochmal herauszustellen, da die ja nun schließlich auch günstiger auf dem Gebrauchtmarkt zu bekommen ist. Der 5. und letzte Punkt, warum ich einfach die 6. Generation boykottiert habe, ist die Enttäuschung darüber, dass Sony, jedem kann man es ja sowieso nicht recht machen, aber grundlegende Dinge wurden einfach nicht verbessert. Zum Beispiel hat es ja noch kein Hersteller überhaupt auf die Reihe gebracht, eine ordentliche Vlogging-Kamera auf den Markt zu bringen. Die perfekte Vlogging-Kamera, sie ist ultra klein, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Sie hat 4K, das erwartet man einfach heutzutage schon, auch beim Vloggen, ja, okay. Und sie hat ein Display, wo ich mich selber sehe. Also wenn es eine Vlogging-Kamera gibt, die das Potenzial hätte, auch wirklich so genannt zu werden, wäre es die Sony gewesen. Aber was ist das große Manko, an dem es noch krankt? Ich habe es schon x-mal erwähnt, aber ich sage es jetzt immer wieder gerne. Es fehlt der Mikrofonanschluss. Ich möchte doch einen guten Ton haben. Was bringt es denn mir, wenn ich hier oben so Plüschel draufkleben muss und wenn ich dann so durch die Gegend vlogge, dann hört man zwar noch halbwegs gut den Klang, aber es kommt natürlich nie an ein Mikrofon am Hals hin. Also wäre doch schön gewesen, wenn ich das hier einstecken kann und hier direkt mich verkabeln kann. Hätte für euch einen wunderbaren Ton. Ansonsten ist es immer so ein halliger Ton. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich jetzt dann komplett mit der RX100 breche, aber ich dachte mir dann, ach nee, komm, dann musst du halt den Ton weiterhin auf einem separaten Rekorder aufnehmen. Das ist zwar ein bisschen problematisch. Manchmal vlogge ich dann auch so, dann halt's halt so ein bisschen. Aber das wäre es doch jetzt gewesen, dass die 6. Generation einen Mikrofoneingang hätte. Vielleicht hätte ich sie mir dann sogar gekauft, weil ich gesagt habe, komm, Schwamm drüber. Das ist jetzt die beste Vlogging-Kamera, die man haben kann. Die hätte das Potenzial gehabt, also alle Generationen der RX100 ab der 3. Generation, sage ich mal, hätte das Potenzial gehabt. Allerdings fehlt der Mikrofonanschluss und das geht ja mal überhaupt nicht. Und allein deshalb boykottiere ich die 6. Generation, weil das finde ich sehr, sehr schade. Wenn euch noch weitere Gründe für die 5. Generation einfallen oder ihr einfach mitdiskutieren wollt, warum es sich doch lohnt, die 6. Generation zu kaufen, bitte einfach gerne aktiv in die Kommentare schreiben. Ich freue mich immer darüber, wenn ihr was reinschreibt. Ich habe mich wieder gefreut, dass ihr reingeschaut habt bei diesem kurzen Video im Wald. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich halbwegs trocken noch nach Hause komme. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.